So. Einmal die Tür auf und dann einmal raus. Hallo? Nee, ne? Ist jetzt nicht wahr. Hallo? Ist mir doch jetzt nicht zusammengeklappt da, oder? Hallo? Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Real Farming. Mal gucken, wie es weitergeht. Hallo? Ah, Scheiße. Kann man noch irgendwie... Hallo? Lass mal die Tür aufmachen hier. Scheiße. Ich muss den irgendwie rauskriegen, aber ich kann die Polente nicht mal schneller machen. Hallo? Sind Sie noch da? Ist er mir jetzt ehrlich hier zusammengeklappt oder was? Ah, ich glaube, ich höre schon die Polizei. Der muss mir jetzt mal helfen hier. Ach, da kommt sie schon. Hallo. Ey du, der ist mir jetzt zusammengeklappt. Du musst mal hier mir helfen, den da rauszuziehen. Ja, ich bin dabei. Tür auf 3. 1, Eins, zwei, 2, 3. 3. Ja. Den müssen wir jetzt irgendwie nach oben verfrachten, dass wir Ja. da erstmal weiter gucken können. Einmal unter der Arme und zack. Also, Jäger, ich weiß auch nicht, warum die Gemeinde sich nicht darum kümmert, dass hier mal ein Krankenhaus gebaut wird oder so, wissen Sie? Ja, das ist eigentlich mal eine ganz gute Idee. Jetzt müssen wir noch irgendwie die Treppe da hochkommen. Wenn wir ein Krankenhaus bauen, bräuchten wir ja auch einen Krankenwagen, ne? Ja, Also dann theoretisch auch eine kleine Feuerwache und wenn es nur ein RTW ist. da müssen wir gucken. Links, da ist das Bett. Aber, ja. So, hier schlägt dem jetzt mal neben Fusion. Ja, so, schlägt. Ja, stellen Sie sich nicht so an. So. Bin ich denn hier? Jetzt kriegen Sie einmal Schmerzmittel, dann tut's auch nicht mehr so weh. Wer hat Ihnen erlaubt, dass Sie mich pieksen? Ich bin Doktor. Ah, Doktor Larsson. Scheiße. Soll ich noch irgendwas aus dem Auto holen, Herr Doktor? Dingens, holst du mal bitte neue Kompressen und einen Verband? Jo. Ist im Kofferraum. So, Sie haben jetzt hier Schmerzmittel gekriegt. Ich wechsle Ihnen gleich noch den Verband und dann möglichst versuchen, dass Sie den Fuß nicht belasten, weil das könnte dann nicht gut ausgehen. Also müssen Hä? Sie Ihr Fuß hochlegen am besten. Können Sie mich drüben in mein Bett legen? Ja, selbstverständlich. Ja, gut, dass ich gerade wieder hochgekommen bin, ne? Ja. Ja, können Sie mir helfen? Ja, Ja, klar. einmal unter die Einmal Arme die Hand unter greifen die hier. Arme. So. So. Hab so das Gefühl, dass wir Mal gleich die ganze Gemeinde hier stehen haben werden. da. Ach. Dann können Dann wir ja mach doch mal das halt da. Hoffest machen. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich erstmal nicht stattfinden, aber erzählen Sie mal, wie ist denn das passiert? Gib mir mal bitte den Verband.
Ja, hast du Wechsel den mal. Verband? Ja, Erzähl keine mal. Ahnung. Ich bin um die Kurve gefahren. Der LKW ist Okay. schräg gelegen und dann lag er ganz schräg. Ja, das, haben sie was geladen? Ja, Holz haben sie doch gesehen, oder nicht? Der lag auf der Seite. Ich kann. Ja. Es, ich habe mich schon gewundert, dass die Ladesicherung überhaupt gehalten also, hat. ich habe ich extra würde viel mal. Spanngurte dran gemacht. Herr Jäger, Ja. haben Sie das mit dem Wind schon abgeklärt? Ich würde den LKW mal eine Untersuchung geben, ob da was sabotiert wurde oder so. Der Herr Diesel ist den erstmal am Aufstellen, dann. Ja. Ja, also der Wenn sie sollte den erstmal zum nachholen. Sägewerk schleppen, wäre es mir recht. Der Herr Diesel wollte ihn zu den Blaubeeren bringen. Die können ihn dann auch erstmal untersuchen. Genau. Aber mit Hoffest wird es wahrscheinlich heute erstmal nichts mehr. Aber Morgen? ich bitte Sie, also das geht nicht, Ja, aber das ich geht muss ja nicht gar anders nicht. dran. Ja, ich Wissen Sie, die kommen wohl doch sowieso alle hierher. Dann kann ich doch unten in der Sonne sitzen. Würde es gehen, wenn ich den Herrn Volker, also den Herrn Verhunert, Entschuldigung, einen Rollstuhl bringen würde? In Oh der ja. Theorie? Ja, dann tut er ja den Fuß nicht belasten, also es wäre Ja. machbar. Gut, dann brauchst du noch irgendwas, sondern würde ich jetzt eben den Rollstuhl holen und fahren. Also. Ich bräuchte noch Steak und Würstchen. Ich gehe mal schauen, was sich machen lässt. Ja, so wie ihr Fuß jetzt erstmal ist, ist er erstmal stabil, da kann jetzt nichts weiteres dran passieren. Warten Sie am besten noch so lange im Bett, bis er den Rollstuhl geholt hat. Ja. Ich kann ja nichts dafür, dass es hier kein Krankenhaus gibt. Da muss man mal mit der Gemeinde absprechen. Ja. Okay. Ja, hier haben Sie Telefonnummer. Haben Sie ja eh. Aber. Ja, 11 6 11 7, oder? Ja. Dann wäre ich jetzt erstmal soweit fertig. Legen Sie sich erstmal hin, bis der wiederkommt. Und dann sollte es wieder schlechter gehen, dann rufen Sie mich bitte an, okay? Können Sie mir von unten noch ein Bier bringen? Aber sicher noch. Warten Sie kurz. Was ist denn das für ein Arzt, ey? Gibt mir Schmerzmittel und dann gibt er mir noch ein Bier. Also, die denken jetzt irgendwie, ich würde ihnen ein Bier geben, ne? Ich habe erstmal eine Flasche Wasser aus dem Auto geholt. Und ich werde dem Polizisten auch sagen, er soll ein Auge drauf halten, wenn das fest hier ist, dass sie nicht an den Bierkasten gehen. Trinken sie am besten Wasser und dann ist es gut. Ja. Okay. Sollte es schlechter gehen, rufen Sie mich an. Jo. Okay, dann sage ich erstmal Tschüss. Hoffest steht noch auf Sonntag meine ich. Sorry. Jo, wäre eigentlich morgen. Also ja, okay. Ja, Also dann. nachher. Gleich. Ja, dann rufen Sie mich an, wenn es schlechter geht. Dann Tschüss. komme ich vorbei. Tschüss. So ein Scheiß aber auch, ey. Ja, toll, jetzt liege ich hier im Bett und kann mich nicht bewegen. Volker, hallo. Jo, Volker, wie geht's? Ja, scheiße hier, krieg nicht mal ein Bier. Ja, ich bringe gerade deinen LKW zur Werkstatt. Ja, ich brauche hier noch Steak und Würstchen. Darum kümmert sich ja da gerade der Jäger. Ja, das ist gut, das ist gut. Jo. Darum, ich fahre jetzt gerade hier mit deinem LKW, damit der leer ist für die Werkstatt, zum Holzwerk. Ja, aber da soll erst was in die Holzscheit. Holzhandel? Ja, genau, erst da Da was stehe rein. ich gerade auch vor. Ja, gut, erst die voll machen und dann den Rest ins Sägewerk.
Ja, ich denke schon mit Volker, aber anscheinend wissen wir auch schon den Grund, warum. Warum? Der ist falsch beladen. Da gucken Baumstämme auf eine Seite raus. Und das Gewicht hat den LKW dann halt in der Kurve auf die Seite gehauen. Falsch beladen? Der sah super aus, als ich den beladen habe. Es hat sich vielleicht beim Unfall verschoben. Kann auch, ja. Das sah wirklich super aus. Okay. Gut. Aber sonst geht's wirklich okay? Ja, wenn ich ein Bier hätte. Kannst froh sein, dass ich dich da rausgeholt habe aus dem LKW. Ja, ein Bier wäre trotzdem nicht schlecht. Unten steht eine ganze Palette, aber der scheiß Doc hat mir kein Bier gebracht. Ja, weil du hast Medikamente gekriegt, Volker. Medikamente und Bier ist keine gute Kombi. Ach, was? Kann ich wenigstens ein bisschen schlafen? Ja, ich habe jetzt extra deswegen alles abgesagt. Wie? Ja, der Gordes sagt, das ist keine so gute Idee. Genauso wie der Polizist sagte, das wäre keine gute Idee, heute Abend noch dort festzuhalten. Na gut. Da höre ich lieber auf die Polizei. Ja, ja. Dann mal tschüss. Gut. Klingelingeling. Blaubeer. Hallo, Herr Blaubeer. Volker Baruna hier. Wie geht's? Ja, alles supi. Ja, wir haben von einem Unfall gehört, deswegen fragen wir. Ja, ja, ich wollte euch nur zum Hoffest für morgen einladen. Hä? Jetzt doch? Ja klar, die sagen alle, ich soll das Hoffest nicht machen, aber ich weiß, ich verstehe gar nicht, warum. Weil der Win hatte vorhin angerufen und abgesagt. Der hört nur auf den Doktor. Der Doktor sagt, ich soll kein Hoffest machen. Aber ich habe hier schon ein Bier stehen. Das wäre ja schlecht, wenn das kaputt geht. Ja, ich werde es ausrichten. Die wollen mir auch alle kein Bier ins Bett bringen. Ich verstehe das gar nicht. So eine Schweinerei, ne? Ja. Hab hier Morphium gekriegt und die wollen mir kein Bier geben. Ja, ich werde es ausrichten. Also wegen mir könnte alle kommen. Moment, wie hieß der? Schnitzel? Jägerschnitzel. Ja, genau, Jäger, der Herr Jäger. Der wollte mir einen Rollstuhl besorgen. Ach so. Und dann können wir das Hoffest ja machen. Jawohl. Ich bin zu Hause. Ja, okay, wissen wir Bescheid. Gut, dann, wenn es klappt, bis morgen. Ja, alles klar. Tschüss. Also will ich mich von dem hier ein bisschen abhalten, das hier. Wenn ich mich auf den Boden setze, kann ich doch bestimmt hier rückwärts. Na, gucken wir mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Schaut gerne morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.